heute noch sehr gute Zeit haben. Und ich hoffe, dass wir uns trotzdem verständlich machen können, auch für die letzten drei Jahre. Es ist erstaunlich, dass über Jahre hinweg wir schaffen, zu den Sonderausstellungen, dass sie alle aufzufordern, herzukommen und mit uns und sich erklären lassen, was hier geschieht. Bitte. So hast du reden. Ja. Die Sonderausstellungen, zu der Eröffnung der Südbayerischen Galerie jedes Jahr Einladungen verschickt, soll eine Verbindung zu den in der Dauerausstellung gezeigten Exponaten herstellen. Es soll den interessierten Besuchern die Möglichkeit geben, eine tiefere Beziehung zwischen dem Besucher und den Kunstwerken herzustellen. Die Eröffnung der diesjährigen Sonderausstellung führt uns zu einem Gemälde im Teiltal, das uns in mehrfacher Hinsicht über Begebenheiten in seinem näheren Umfeld berichten kann. Lassen wir zunächst eine Gruppe von jungen Burschen erzählen, was sie veranlasst hat, die schulfreien Tage in ihrem Snyder-Gymnasium auszunutzen, um ein weiteres Stück ihres geliebten Teiltales kennenzulernen. Ich war der Jüngste in dieser Gruppe und war, wie auch die anderen, mit Schlafsack und Zeltbahn ausgerüstet. Denn es war eine weite Wanderung über mehrere Tage geplant. Am Fuß der Anhöhe, auf der das mächtige Gebäude des Schlosses Vöttau steht, lag der Ort Alt-Vöttau, in dem noch ein freundlicher Bauer gefunden werden musste, der den jungen Burschen ein Strohlager als Nachtquartier anbieten könnte. Das Schloss auf der Anhöhe hatte schon zu unterschiedlichen Gegebenheiten der Zeitfolge manche Veränderungen erfahren. Als Grenzfestung am Zusammenfluss der Theier und der Schelletau ist die Burg schon im 11. Jahrhundert nachgewiesen. Später wurde die Burg von verschiedenen Eigentümern zu dem Schloss Vöttau umgebaut. Verbliebene Bauteile aus der Zeit der wehrhaften Burg, Baureste aus der romanischen und aus der gotischen Zeit sind erhalten geblieben. Vor allem die eindrucksvollen Mauern erinnern an frühe Jahre. Die beschauliche und friedliche Zeit von Schloss und Dorfpöttau veränderte sich in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als der aus Freien stammende Ingenieur Ferdinand Schmidt die zuständigen Behörden von seinen Plan überzeugen konnte, flussabwärts von Pöttau eine große Talsperre bei Freien zu errichten. Der durch diesen Bau bewirkte Rückstau der Theier führte zur Bildung eines großen Sees unmittelbar an der Talsperre. Und erhöhte auch das Niveau des Flusses in den engen Tälern. Für den Ort Vöttau brachte dieser Rückstau nicht nur eine Veränderung des Landschaftsbildes. Der Ort musste vollständig geräumt werden und nur der Kirchturm von Vöttau ragte noch einige Zeit nach diesem Anstieg des Wasserspiegels aus der gestauten Theier hervor. Auf der Anhöhe gegenüber dem Schloss wurde der Ort Neu-Vöttau gegründet und die Bewohner des alten Ortes wurden dort angesiedelt. Das Gemälde des Künstlers Thomas Ender entstand etwa 100 Jahre vor der Veränderung des Landschaftsbildes.
und dem Untergang des Ordens Alfredo. Als Besonderheit hat der Künstler sich selbst bei der Gestaltung des Gemäldes mit dem Blick auf das Schloss dargestellt. Die Felsen, auf denen er seine Malunterlagen ausgebreitet hatte, sind heute wohl von den Teilen überflutet und nicht mehr zu sehen. Thomas Ender wird als einer der bedeutendsten Landschaftsmaler Österreichs im 19. Jahrhundert genannt. In einer Ausstellung der Albertina in Wien im Jahr 2015 mit dem Titel von der Schönheit der Natur sind die Gemälde von Thomas Ender als einer der Kammermaler des Erzherzogs Johann ein wichtiger Beitrag. An der gegenüberliegenden Wand des Ausstellungsraumes wurden Vergrößerungen von Fotografien über den Bestand und den Untergang Altötaus sowie eine Grafik des Schlosses Vötau angebracht, die aus der Zeit stammt, in der das Gemälde von Ender geschaffen wurde. Ein besonderes Porträt von Friedrich von Amerling. Es hängt in Belvedere in Wien. Aus dem Jahre 1831 zeigt uns Thomas Ender mit 38 Jahren als einen mit Sicht und der Umwelt zufriedenen Menschen. Die ersten grauen Haare des Künstlers weisen jedoch darauf hin, dass der hohe Einsatz im Auftrag von Herzog Johann, der auch mit vielen weiteren Reisen verbunden war, nicht ohne Folgen bleibt. Allein 2 Jahre verbrachte Ender mit einer österreichischen Delegation in Brasilien. Ich hoffe sehr, dass es gelungen ist, in ein Stück Teilland ein Stück unserer Heimat näher zu bringen und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und das Schöne hier ist, dass es uns gelungen ist, hier den Herrn von Amerling mit dem Porträt von Ender, also der Künstler, der dieses Werk geschaffen hat, wurde hier porträtiert. Und ich behaupte also in meiner Begrüßungsrede, dass seine grauen Haare doch schon ein bisschen zu erkennen sind, mit dem, dass er sich da in der Welt herumtreiben musste, als Kammermaler. Wenn Sie sich also die einzelnen Bilder ansehen, dann sehen Sie beispielsweise, wie der ganze Ort Altötau geräumt war, wie dann am Schluss nur noch der Kirchturm einige Zeit überlebt hat und wie das Wasser immer weiter nach oben steigt. Deswegen ist das alles hier auch abgeholzt. Das Schloss steht hier oben, aber so ein bisschen nackert hier. Bei euch da weggeräumt ist. Und es ist also ein sehr bedeutender Einschnitt. Für uns Buchstein war das allerdings, das darf ich hier erwähnen, ein großer Ärger. Denn nachdem die Pfeiler Talsperre stand, haben die immer das alte Wasser unten, wo es ganz kalt ist, das Wasser rausgelassen. Und wenn das nach Stein gekommen ist, das Wasser übers Rhein, durch Stein und dann nach Stein, dann war es immer noch so sauber, dass unser schönes Bad in Stein also kaum mehr frequentiert war. Das konnte man dann in dieser kalten Brühe nicht gut verletzen. Wenn Sie sich also links umschauen wollen, interessant ist vielleicht der kurze Hinweis, dass die erste urkundliche Erwähnung als Thayer-Grenzburg 1052 war, dass der Hof selber, der Hof des Schlosses, ausgebaut wurde mit 3 Geschossen, 15., 16. Jahrhundert, das Wirtschaftsgebäude weiter, es ist sehr viel gebaut worden, drüben um- und ausbaut noch im 19. Jahrhundert
und die Bau der Staumauer im 20. Jahrhundert, die Einweihung der Talsperre in Freien war 1936. Es ergab ein verändertes Landschaftsbild im Thayertal zwischen Vöttau und Freien. Wenn Sie so lieb sind und ein bisschen vielleicht die Projektion auf das Bild offen lassen, damit. Ich bin natürlich sehr stolz, dass man so ein Bild heute noch erwerben kann und habe es nur deswegen bekommen, weil sich kein anderer drum gerissen hat. Die Wiener, der Herr Dr. Bornemann, eine Geschichte dazu. Der letzte Gutsverwalter auf dem Schloss ist Plaschka. Ja. Sein Sohn wurde 1925 geboren, also jünger als Sie. Wurde dann Rektor an der Universität in Wien. Ach. Und ist auch der Gründer der Österreich-Ost-Gesellschaft. Trimmel hat es veranlasst. Und er wurde aufgrund seiner Kooperation zu seinem 75er von Präsident Havel mit einem besonderen Orden in Vöttau ausgezeichnet und ist in Vöttau auch zum Ehrenbürger ernannt worden. Also eine historische Geschichte zum Schluss. Schön, müssen wir hier hinlegen. Ja, ja, Professor Georg Plaschke ist also auf Schloss Vöttau natürlich oben geboren. Vielen Dank, interessiert uns alle. Schön. So, danke.